Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tuning Showcase. Und diesmal kann ich mir ganz einfach merken, was wir haben, denn wir haben den Honda Civic Type R von 2018. Das ist mir einfach gemacht. Ich habe mir ein Design genommen, was auf dem Auto steht, was es ist. Und ja, ich bin jetzt einfach schon mal losgefahren und ich würde sagen, Nordi erzählt uns jetzt, was er mit diesem Auto getan hat. Ja, also bekanntermaßen ist ja Honda eigentlich irgendwas Japanisches. Da fällt einem leicht ja der Begriff 2JZ, Turbo und Drifter ein. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben hier auf dem Ganzen einen A800 Dirt-Aufbau. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Spektakuläres zu dem Auto zu sagen? Ich glaube nicht. Und ich denke mal, nach der Begrüßung sehen wir uns gleich bei den Tuning-Teilen wieder. Ja, eigentlich sind wir hier gerade mitten am Aufnehmen und Nordi ist aber sich kurz einen Kaffee holen. Nicht schlimm, ich fange schon mal an. Ich tune das Auto schon mal umbauten. Ich würde mal sagen, wir machen Allrad rein. Das ist immer gut. Forza Aero, nein, die stinkt, die lassen wir weg. Gehen wir zu den Reifen. Da würde ich sagen, nehmen wir Slick-Reifen. Das ist auch gut. Ja, stopp, 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 stopp. Ich habe gerade das Headset aufgesetzt, nachdem ich mir einen Kaffee geholt habe. Du hast jetzt nicht in allem Ernst schon angefangen und möchtest Semi-Slicks auf das Auto ziehen. Wir haben doch Nee, vorhin nee, schon darüber nee. gesprochen. Nee, Wir wollen Slickreifen. einen, ja, Slick-Reifen. Wir wollen einen Offroad-Aufbau machen. Kein Straßenaufbau. Ja, aber was ist denn dein Slickreifen falsch? Naja, wenn du mit Slick-Reifen fahren möchtest, ohne Profil auf Dirt, dann wünsche ich dir viel Spaß, aber dann bleibst du bei der Ziellinie stehen. Startziellinie. Also, wir fangen doch mal von vorne an. Was hast du bisher gemacht? Also, du hast Semi-Slicks auf das Auto gezogen. Das ist eine Schandtat. Nein, nicht Semi-Slicks, Slicks. Ja, wir fangen an bei den Umbauten. Da bauen wir Allrad ein. Das habe ich gemacht. Okay, gut. Was hast du zur Forza Aero gesagt? Sag mir bitte nicht, dass du sie aufgebaut hast. Nein, ich habe gesagt, sie stinkt. Ja, okay, gut. Tatsächlich kannst du einmal bitte auf die Forza Aero zurückgehen Nein. und den Spoiler hinten einbauen. Kleiner Ach. Fun Fact, der sieht bei dem Civic Type R gar nicht so verkehrt aus und du hast keinen Abschlepphaken oder sonst was. Na Sieht sogar in gut. der Tat cooler aus als der andere. Den brauchen wir aber, weil der uns 5 LI-Punkte wegnimmt und das Auto sonst S2 wird. Okay. S1 meine ich. So, weiter. So. Jetzt kommen die Dann, Slickreifen, ne? nein, es kommt die Offroad-Reifenmischung drauf. Also Geländereifen. Diese mit dem etwas weniger starken Profil, ja. Okay, das sind auch nur Offroad-Reifen. Ist er ja jetzt nicht Ja. drauf eingegangen. Hat er einfach ignoriert. Ja, ich ignoriere es einfach. Ich bin schon wieder komplett enttäuscht von dir heute. So, dann bauen wir die maximale Reifenbreite hinten ein, die 265er Schlappen. Ja. Standardfelgen. Ja. Maximale Spurweite vorne und hinten. Vorne und hinten. Habe ich. Ein Renn-8-Gang-Getriebe werden wir verbauen. Spart uns nochmal einen LI-Punkt. Ähnlich Jo. wie bei einem der vorherigen Tunings für den Ferrari. Wir machen hier natürlich nicht 8 Gänge, sondern wir bleiben hier bei 6, 7 Gängen. Das ist nur für die LI. Standardantriebswelle. Und dann bauen wir hier ein Renndifferenzial ein. Warum kein Offroad? Weil wir hier ein Zwei-Wege-Differential brauchen, damit das Auto nicht auf allen vier Rädern einstellbar ist, beziehungsweise das hat was mit der Differentialeinstellung im späteren Verlauf zu tun. Damit das Auto in den Kurven besser mit dem Heck mitkommt, nehmen wir hier ein Zwei-Wege-Differential, was also nur in zwei Wege sperrt und nicht auf allen vier Rädern. Okay. So, bei den Bremsen, Rennbremsen, Ja. Rennfedern und Dämpfer. Ja.
Falls du hier nochmal fragen möchtest, warum keine Offroad-Federn und Dämpfern. Wir machen hier ja einen Rallye-Aufbau auf dem Wagen und durch die Offroad-Federn und Dämpfern wird der Wagen einfach zu schwammig. Stabis habe ich vorne hinten mal eingebaut. Das ist korrekt. Überrollkäfig lassen wir weg und dann machen wir die Karre mit der Renngewichtsreduzierung nochmal um knapp 250 Kilo leichter. 245. Ja, sage ich ja, knapp 250. Der. Dann bauen wir das Straßenansaugsystem ein. Jo. Im weiteren Verlauf die Sportnocken und Ventile. Bei dem Unterpunkt Nockenwelle. Habe ich. Dann muss ich tatsächlich selber gucken bei den ganzen Tuning-Einstellungen hier. War es das tatsächlich auch schon und das Auto ist A800? Ist es? Müsste. Tatsächlich. Hätte ich ja selber merken können. Hast du aber nicht. Du hast ja auch die Einschläge nicht gemerkt, als du Slicks auf das Auto ziehen wolltest. Ich sag dazu jetzt nichts. Gut. Und ich denke mal, mit den Worten machen wir einen kleinen Cut und sehen uns gleich auf der Rennstrecke wieder. Und es geht weiter in 3, 2, 1, go. Und nein, Nordi, wir machen keinen Cut. Wir laden erst noch das Tuning runter. Ach so, du möchtest So, heute so. wieder mal mein Tuning herunterladen. Ich Ja. dachte, du wolltest das jetzt selber feintunen. Okay, ich Nein. dachte, weil du vorhin schon angefangen hattest, an alles selber zu machen, dachte ich, das wolltest du jetzt auch selber machen. Deswegen hatte ich das weggelassen. Nee. Nee, das lassen wir, das geht nach hinten los. Ja, okay, dann nenne ich dir jetzt einmal den Sharecode für das Tuning. Okay. Es ist die 802, Ja. 864, Ja. 007, wie James Bond. Das kann ja nur gut sein. Auf jeden Fall. Schon wieder ein Tuning von Naughty B. So, und mit diesem Hinweis, dass ich zu viele Daten habe, machen wir wirklich einen Cut. Ihr habt den Sharecode gesehen, ihr könnt es runterladen. Ich lösche ein paar Daten und danach sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind wir auch schon auf der Rennstrecke. Wir sind jetzt im Bajío-Pfad einer Dirt-Sprintstrecke und werden das Auto jetzt hier einmal auf Herz und Nieren testen, weil das Fahrzeug muss ja sowohl bei Dirt auf der Straße als auch im Offroad-Bereich tauglich sein und das versuchen wir halt hier einmal zu ertesten. Okay, perfekt, du hast die Wand mitgenommen und bist mir vorne reingefahren in meine Linie. Super. Bei mir bist du mir ins Auto gefahren. Okay. Ja, aber kannst du schon irgendwas zu dem Auto sagen? Ich hätte eben gedacht, dass er besser bremst. Ja, okay. Wir haben natürlich keine Rennen. Doch, glaube ich. Nee, wir haben keine Rennen. Doch, wir haben Rennbremsen. Haben wir. Ja. Ja, gut, vielleicht habe ich auch ein Stück zu spät gebremst. Also ich sag mal so, bei den von Forza vorgegebenen Strecken ist es auch gut, sag ich mal, wenn man die vorgegebenen Bremspunkte nutzt oder du die Motorbremse mit benutzt. Das habe ich dir ja, glaube ich, auch schon mal im Rahmen unseres Tuning Guides erklärt. Ja. Aber sonst so Fahrverhalten auf dem Dirt-Bereich. Schön stabil auf jeden Fall. Ja, stabil auf jeden Fall. Kann ich gerade noch nicht mehr. Ich brauch noch einen Moment. Also, es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, sagen wir es mal so. Nein, stell dir mal vor, wir hätten Offroad-Federung eingebaut, dann wäre das Auto zu sprunghaft gewesen, weil die Federn sind ja dafür gemacht, große Sprünge und sowas auszuhalten. Und das hast du ja bei den normalen Mexiko-Rundstrecken oder Sprintstrecken im Dirt-Bereich nicht. Nö. Also da hast du mal so einen kleinen Hubbel, wo da eine Federung mal ein bisschen hoch geht, ja, aber keine Sprünge. Wir sind ja hier nicht bei Cross Country.
Und selbst wenn, ist das Auto halt von mir so vorjustiert, dass es halt nicht weghüpft, sondern halt aufkommt und gleich weiterfährt. So bei Cross Country, da hast du ja höhere Sprünge und da darf das Auto ruhig ein bisschen schwanken, weil wenn du da dann auf einmal aufkommst und gleich weiterfährst, dann gehst du von der Strecke ab. Aber Ja, im aber Endeffekt haben wir halt. Nee, mach du erst. Wie gesagt, in dem Falle habe ich jetzt hier halt versucht, dass es ein schönes Auto ist für auch Sprintstrecken, aber vor allem Rundkurse, was schön am Gas hängt. Und das tut der Wagen ja. Ja. Ja, vor allen Dingen, der hat auch wieder gut Grip und lenkt schön ein. Und man kann die Kurven auch echt schön schnell nehmen, eigentlich. Also nicht so schnell, wie ich die erste Kurve nehmen wollte, aber. Ja, und nach einigen technischen Schwierigkeiten sind wir dann auch wieder zurück. Dieses Mal auf einem Rundkurs, da ich ja gerade eben schon bereits davon sprach, dass dieses Fahrzeug auch eher mehr auf Rundkursstrecken ausgelegt ist. Boy hat ja schon gesagt, dass das Lenkverhalten dieses Fahrzeuges sehr schmackhaft ist. Und ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch so zusammengefahren bekommen. Zumindest sollte man mir nicht hinten reinfahren. Habe ich nicht. Doch, bei mir bist du mir hinten reingefahren. Dann war es Forza Sim. Bei mir ist mich gerade gegen die Wand geschoben. Ich habe dich bei mir zum Glück nicht berührt. Und tatsächlich mache ich hier gerade auch eine Bildschirmaufnahme nebenbei. Da kann ich dir sogar zeigen, nachher, wenn du willst. Ich glaubte das. Es ist halt Vorsorge, ne? Ab und zu hast du da mal Synchronisationsprobleme. Das ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, wir sind ja hier nicht darum, um uns hier irgendwie zu profilieren, dass irgendeiner Erster wird, sondern wir sind hier um das Tuning auszutesten, zu gucken, wie verhält sich das Auto, auch auf schlammiger Straße. Deswegen habe ich auch diese La Selva Grip-Rundstrecke ausgesucht. Weil du halt hier vom Dirt-Untergrund bei Forza alles hast, von Wasser direkt auf Mattstraße und dann erstmal normale Straße und hast ja nicht gesehen. Aber hast du noch irgendwas zu deinen vorherigen Aussagen zu diesem Tuning zu ergänzen? Es ist echt ein angenehmes Tuning, so wie die letzten Tunings von dir. Einfach angenehm, bequem zu fahren. Ja. Bleibt auf jeden Fall auch in der Liste. Ja, und das Schöne ist, es verzeiht halt auch Fahrfehler in Kurven, ne? Dadurch, dass der halt Allrad hat und auch ein bisschen mehr Leistung unter der Haube, dadurch, dass wir noch ein paar Motortuning-Teile eingebaut haben, schaufelt der sich halt auch, wenn du hinten ein bisschen wegbrichst, wenn du halt zu stark in den Kurven bremst, schön wieder nach vorne. Und das, obwohl der ja hier auf dem Untergrund eigentlich nachteilig sein sollte, weil das ja hier eigentlich schon fast eher ein Untergrund ist für die richtigen Offroad-Reifen mit dem Deckenprofil. Ja, aber du brauchst halt, ne, auf der Straße dann muss er ja auch fahren, ne? Muss er ja auch Ja, funktionieren, von daher. das Problem ist halt, auf der Straße hast du halt mit diesen Offroad-Reifen das Nachsehen. Weil da musst du halt extra nur für den kleinen Straßenabschnitt, müsstest du halt den Reifendruck anpassen, damit der Wagen halt nicht rüberschiebt, also untersteuert. Das heißt, vor allem dann auch in langen Kurven, die du mit Highspeed fährst, da schiebt der Wagen dann einfach. Was er ja nicht soll. Und hier fährst du ja sowohl auf der Straße als auch auf dem Dirt eigentlich relativ stabil und konstant. Und ich meine, das sollst du ja auch, ne? Man soll ja ein Auto so tunen, dass du damit das fahren kannst, was du mit dem Tuning erreichen wolltest. Und das haben wir, glaube ich, hier sehr gut geschafft. Ja, aber eine Und ich. kleine Kritik muss ich ab loswerden. Du hast keinen Ja. Checkpoint-Magneten eingebaut. Checkpoint-Magneten. Ja, dafür brauchen wir ja die Forza-IO, aber die stinkt ja. Tatsächlich eben Checkpoint verpasst. Eieieiei. Aber gut, wahrscheinlich ist nicht das Tuning schuld. Das liegt, glaube ich, eher an deiner Fahrweise. Aber darüber lässt sich streiten. Eigentlich fährst du ja relativ solide. Ja,
Aber wie gesagt, ich würde euch einfach nahelegen, testet das Tuning einfach mal selber aus. No, sonst zur Not baut die Teile ein. Versucht das mal selber so einzustellen, dass ihr damit das fahren könnt, was ihr fahren möchtet. Und ja, unten in der Videobeschreibung haben wir euch den Tuning Guide sowie die Videos zu dem Tuning Guide verlinkt und die B-Performance Race Tunings. Ja, hast du abschließend noch irgendwas zu sagen, René? Nö, eigentlich nicht. Von daher würde ich sagen, ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und dann dürft ihr euch auf die nächste Folge freuen. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss! Tschüss!